So, trinken, solange es hell ist. Ich gebe zu, das ist verdammt schwierig über den Winter. Das kriegen wir eigentlich gar nicht richtig hin. Bei uns hier im Weinladen machen wir einfach Licht an. Ich habe es schon öfter gesagt, heute Abend geht für mich sogar ein bisschen die Sonne auf. Was ich heute Abend heute für euch habe, ist ein Montepulciano. Man sucht ja normalerweise immer gerne einen Wein aus, entweder nach gemütlich trinken oder noch was zu essen. Das hier ist ein Wein, so ein typischer Pasta Bolognese Wein. Die Bologneser Pasta kommt zwar eigentlich von weiter nördlich, der Wein kommt ein bisschen weiter südlich, der Montepulciano d'Abruzzo, also aus den Abruzzen, wenn wer das nicht kennt, Italien, betrachtet euch den Stiefel von Rom aus, einfach auf die andere Seite Richtung Adria. Und südlich von Pescara bei Chieti, da ist auch das Weingut, das Weingut Bizantini. Der Herr Bizantini ist ein sehr netter Mann, hab den kennengelernt. Führt das Weingut sehr seriös, hat ein paar ganz, ganz tolle Weine, unter anderem eben auch diesen wunderbaren Montepulciano. Und ich habe dem gerade eben mal so 20 Minuten Luft gegeben. Das ist jetzt kein Wein, der 2 Stunden dekantiert werden muss. Ja, typischer Montepulciano, man sieht es auch hier schön im Glas. Es geht weiter Richtung Süden, er wird voller, es wird relativ rund und voll, obwohl er gar keine große Restsüße hat wie die Primitivos von weiter südlich. Er liegt nur bei 7 Gramm, also das ist alles noch im Rahmen. Ist auch nur bei 13 Atü, nicht dass ich das Falsche sage. Ja, das war zwar ein 15er. Ich zeige es nochmal deutlich an die Kamera. Aber es ist ein sehr, sehr voller und durchaus kräftiger Wein. Die Farbe ist dicht, er kommt sehr, sehr rot, sehr, sehr rotfruchtig in die Nase. Und das macht eigentlich auch relativ viel Spaß, ihn zu trinken, wenn man so eine Nase hat. Wenn man auch draus trinkt, das ist toll. Weil dieses Etikett mag manchen ein bisschen wundern, weil es so violett ist. Tatsächlich ist die Farbe, das sieht man jetzt so nicht richtig, wenn man so durchtrinkt, tiefviolett, beinahe ins Granatrot rein. Und man hat dann einen ganz, ganz tollen Kirschkörper. Auch so eine leichte Cassisnote, ein bisschen würzig. Nicht immer vom Gericht weg. Ein bisschen würzig. Und das ist ein Wein, der macht einfach Spaß. Und wie gesagt, wenn ihr eine Pasta habt, Pasta Bolognese oder irgendein italienisches Ragout, den dazu ausschenken, ist ein super Ding. Kann ich euch nur empfehlen. Passt perfekt, den kann man auch danach gut weiter trinken. Das ist so ein Everybody's Darling. Ja, wenn ich den vergleichen sollte, wir haben ja das kennt ihr wahrscheinlich, den möchte ich nächstes Mal wieder vorstellen, Philipp Kunz Inkognito. Da ist hier ein Montepulciano d'Abruzzo. Toller Rotwein. Trinken, wohlfühlen. Schmeckt ein bisschen den Süden raus. Gar nichts Verkehrtes dran. Null. Leicht tanninig, aber nicht zu sehr, also nicht dominant. Das vergeht auch nur ein bisschen, wenn er jetzt noch eine halbe Minute Luft hat. Also ich trinke den, solange es hier drin noch hell ist. Später mache ich das Licht aus. Ich hoffe, dass heute Abend noch Natascha dazukommt und auch noch einen Schluck trinken will. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Sonntagabend. Macht's gut, bis demnächst. Wenn ihr Bock habt, der ist auch gar nicht teuer. Um die 8 Euro bei uns im Shop. Schaut rein, www.brandsweinladen.de. Wir haben auch gerade einen Relaunch von der Seite gemacht. Von daher mal kurz reinschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt jetzt immer up to date bleiben. Meldet euch am besten neu für den Newsletter an. Da habe ich ein paar Probleme gehabt. Ich bin ja schließlich kein Technikgott. Ich verstehe mehr von beiden. Aber zum Wohl.